Einen schönen guten Morgen. Danke einmal für den zünftigen Marsch, mit dem wir da jetzt angefangen haben. Freue mich, dass doch schon einige da sind. Es werden schon mehr werden im Laufe des Vormittags. Möchte euch alle herzlich begrüßen beim ersten Versuch, einen Tag des Sports für alle Wiener Neudorfer zu machen. Begrüßen möchte ich natürlich zuerst unseren Bürgermeister, Herbert Janschke. Guten Morgen. Zahlreiche Gemeinderäte darf ich jetzt so pauschal begrüßen. Viele Vereine haben unsere Einladung hier mitzumachen angenommen. Ich habe es jetzt da alphabetisch geordnet. Der Askel Fitnessverein wird uns Tai Chi zeigen und da noch einen Fitnessparcours machen. Der Eisstock Club hat da hinten eine Station aufgebaut. Die Faschingsgilde wird uns eine Gardetanz-Vorführung bieten und man kann sich einen Erinnerungsbutton drucken. Der Hockeyclub hat hinten am Hockeyplatz eine Station. Der Hundesportclub ist da hinten am Stadion und wird zeigen, wie Hunde brav sein können. Das Judo-Team Shiaido, Hermannregion heißen die, glaube ich, noch dazu. Danke. Ist da, zeigt natürlich Interessierten, wie man sich richtig auf die Matte oder auf den Boden legt. Die Lyra haben wir schon gehört, Dankeschön. Da hinten macht die Nähschule Fetzenlaberl, mit denen man dann Dosen schießen kann, wie ich das jetzt so sehe. Der Sportclub Activity hat auch eine Station, hat glaube ich Boccia, wenn ich das richtig sehe. Ja. Die Sportunion zeigt uns Zumba, hat dann noch zwei Stationen hier aufgebaut. Das eine ist eine Challenge-Disc und das andere ein Bouncer. Probiert es aus. Ich darf leider nicht, ich bin zu schwer dazu. Der Tennisverein wird oben in der Halle was zeigen und der Tischtennisverein in der Sporthalle unten. Im Keller ab 11 Uhr wird dann der Europameister Daniel Habeson ein Showmatch machen und Unterschriften geben. Und der Reggaeton-Verein, den ich leider jetzt gerade überlesen habe, aber in Mitte sehe ich da, Gott sei Dank, wird ein Showmatch zeigen und ein Philipp Batzl, der regierender Weltmeister ist, kann man sich ein Autogramm holen. So. Dankeschön. So, jetzt darf ich dann bitte den Herrn Bürgermeister zu mir bitten und die Frau Schalko hätte ich auch noch ganz gern da bei mir. Ja, die. Ja, natürlich. Eben. Schönen guten. Ja, die Waltraud Schalko hat jetzt immerhin 10 Jahre, wenn ich richtig informiert wurde, den ASKÖ hier in Wiener Neudorf geleitet, der sich doch sehr um Bewegung und Jugendarbeit gekümmert hat.
Und dafür, glaube ich, muss es uns schon wert sein, einmal Danke zu sagen. Danke. Ja, na, Herr Bürgermeister, du darfst mir nicht rauskommen jetzt, du darfst also auch noch ein paar Worte sagen. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn ich jetzt das Vorspiel sage, der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Erhard Gredler geht schon länger mit dem Gedanken eines Tag des Sportes schwanger. Dann stimmt es, aber jetzt sind es soweit. Also heuer hat er gesagt, heuer ziehe ich das durch. Danke, Erhard, dass du das organisierst, dass du die Idee gehabt hast. Und vielen Dank an die zahlreichen Vereine, die uns heute hier unterstützen. Wir sind ja im letzten Jahr vereinsfreundlichste Gemeinde geworden und das natürlich aufgrund eures Engagements, aufgrund des Engagements dieser, der vielen Vereine, die wir haben. Ich freue mich, ich hoffe, dass ihr viele Gäste habt, genießen wir diesen Tag, probieren wir viele Sportarten aus und vielleicht gibt es das eine oder andere Talent, das hängen bleibt und unsere Vereine dann auch wettkampfmäßig dann unterstützen. Ich glaube, es gibt auch einige Wettkämpfe, ich glaube, der Fußballverein, wir erwarten auch, glaube ich, heute noch Sturm Graz, wenn ich richtig informiert bin am Nachmittag. Hockey-Match wird es geben. Also genießen Sie diesen Tag und ich darf jetzt offiziell den ersten Tag des Sports in Wiener Neudorf offiziell für eröffnet erklären. Dankeschön. Danke. Ja, noch ein paar Details zum Ablauf. Es gibt also einige Vereine, die Stationen anbieten, wo jeder mitmachen kann. Die haben auch einen Spielepass, den sich Kinder hauptsächlich nehmen können. Sie bekommen dann einen Stempel auf den Spielepass bei, glaube ich, 8 Stationen, wenn ihr erledigt habt, wenn ihr 8 Stempel habt, gibt es bei Anne ein Geschenk. Die Frage ist... Ah, gut, also, aber es jetzt, hat jetzt eh noch keiner 8 Stempel, also das dauert eh noch ein bisschen. Schaut euch einfach um, es gibt überall was zu sehen. Es gibt in der Sporthalle, oben beim Tennis, unten Tischtennis, Racquetlon, hier Hockey. Judo ist auch unten in der Sporthalle. Also unterhaltet euch, schaut euch um. Es gibt zu essen unten in der Sporthalle, da das Restaurant wird auch demnächst eröffnen oder ist schon offen. Ja, und dann denke ich, hören wir. Spürt's noch einen Marsch? Gut, ich glaube, die Landeshymne. Frisch bewegt, gut, passt. Bewegen wir uns frisch. Danke.
So. Dankeschön. Neben der richtigen Atmung erlernen Sie unter anderem, wie man Verspannungen löst oder seinen Blutdruck ins Gleichgewicht bringt. Wir laden Sie jetzt ein, einige Übungen mit uns mitzumachen. Sehr wichtig ist einmal die Grundstellung. Wir öffnen den linken Fuß zu einem schulterbreiten Stand. Danke fürs Mitmachen. Senken leicht die Knie. Ziehen den Kopf in die Höhe. Legen die Zunge auf den Gaumen und drehen die Handfläche nach innen. Zuerst stellen wir die Übung die Welle vor. Wir schließen die Füße und schöpfen das Wasser. Wir stützen den Himmel und halten die Erde. Ein weiser Mann meinte. Ja, nun möchte sich die neue Mädchengarde des 1. Wiener Neudorfer Faschingsverein vorstellen mit unseren zwei Gardetänze. Und wem es gefällt, wir haben dann daneben eine Station, wo die Kinder Gardebutton basteln können und auch einen Stempel von uns dafür bekommen. Und weiters, wir würden noch Mädchen suchen, im Alter ab 4 bis hinauf gibt es keine Grenzen. Also wer Interesse hat, kann sich dann nachher bei uns da melden. Dankeschön. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang.
witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, darf ich bitten, unseren Gaststar, den Daniel, und unseren, Local Hero, den Martin Bäuerle,
da in die Box. Den Danny können wir gratulieren, der ist jetzt ganz neu, glaube ich, gestern ist veröffentlicht worden, Nummer 29 der Weltrangliste, erstmals unter die besten 30. Ich habe eigentlich schon im Gespräch vorher gesagt, also dass für uns Tischtennisspieler in Österreich, er spielt ja in der Deutschen Bundesliga, war da lange Zeit Ranglistenerster, für uns Tischtennisspieler in Österreich bedeutet das sehr viel, dass einer von uns, ganz abgesehen davon, heften wir uns ja immer auf die Fahnen, dass du auch bei uns im Verein einmal gespielt hast, dass einer von uns eine derartige Tischtenniskarriere machen kann. Also an unsere Nachwuchsspieler, alles ist möglich. Ich persönlich, gut, wir haben das Alter zu, kann mich erinnern, wie der Daniel in eurem Alter gewesen ist. Also es ist möglich, man kann so weit kommen bei unserem Sport. Und ich habe jetzt viel mit dem Daniel gesprochen und es kann trotzdem Spaß machen, auch wenn man so viel trainiert. So, die beiden jungen Männer werden dann ein Match gegeneinander spielen auf 2 gewonnene Sätze. Wir hoffen natürlich, dass der Martin gewinnt. Die Chance wird vielleicht nicht so groß sein, aber wir hoffen auf eine gute Performance. Dann möchte ich die Gelegenheit gleich benutzen, um unseren Altobmann, den Fritz Sellmeister, zu begrüßen, unseren Sportgemeinderat, den Erhard Gredler, und unseren Bürgermeister, Herbert Janschka. Danke, dass ihr gekommen seid. Nein. Ah. Ah. Das war offen.
zum Autogrammtisch bewegen. Wer möchte, kann ein Plakat mit Autogramm von Daniel Habe, sondern natürlich unser Martin Feuerle bekommen. Danny, was ist der große Unterschied zwischen der Bundesliga in Deutschland und in Österreich? Also der große Unterschied in Deutschland ist einfach, dass die Dichte der Weltklasse-Spieler sehr, sehr hoch ist. Ja. Und ja, jedes Spiel sehr, sehr schwierig ist. Man kann gegen jeden verlieren. Und ja, das macht einfach vor allem mentale Stärke, macht da viel aus, weil sehr, sehr viele Spiele knapp sind. 3-2, 2-3, was auch immer. Und ja, da wird man in knappen Situationen einfach abgebrühter. Wie kannst du das vereinbaren, die Bundesliga mit deinen internationalen Einsätzen? Du bist ja ständig in der ganzen Welt unterwegs. Das ist sehr, sehr schwer zu vereinbaren. Ja, wir können auch nicht alle Turniere spielen. Es ist der Jahresplan, vor allem mit dem neuen Weltranglistensystem, so dicht einfach, dass wir uns bestimmte Turniere raussuchen müssen. Und ja, dann halt selektieren, was ist wichtig. Dann eine Frage, nachdem ich ja die ganze Familie recht gut kenne. Trainierst du noch manchmal mit deinen Brüdern? Ja, das mache ich ja, einfach so. Ich bin so viel unterwegs, kann natürlich nicht jedes Mal zweimal trainieren. Und ja, dementsprechend, wenn ich mal spezielle Sachen brauche, dann mache ich das mit den Brüdern. Wirklich? Na, das ist schön, das ist schön. Ja. Was ist, also zuerst einmal, wie schon vorher gesagt, herzliche Gratulation zum Ranglistenplatz 29. Danke. Das freut uns in Österreich sehr. Mhm. Ist da noch was drinnen oder wird es dann schon sehr, sehr dünn? Also ich denke, es ist schon noch was drin. Es ist halt bei diesen Positionen sehr, sehr knapp alles. Es kommt ein bisschen auf die Auslosung immer darauf an, dass man nicht gleich gegen einen sehr starken Chinesen kommt. Ja, ich bin normalerweise für den Weltcup qualifiziert, was wieder richtig Punkte gibt. Von daher glaube ich, dass noch einiges drin ist von der Rangliste. Und wenn ich mir so das Tischtennis heute anschaue, die Japaner werden wieder stärker. Aber ich persönlich habe auch das Gefühl, in Indien tut sich sehr vieles. Stimmt das? Ja, also in Indien ist es so, dass die sehr, sehr viel Geld haben jetzt für Liga, die sie eben aufgezogen haben. Und die Inder haben damals alle in China trainiert. Das heißt, die haben jetzt eine relativ gute Nationalmannschaft, investieren viel Geld und ja, dementsprechend gut sind die Spieler jetzt auch. Und die Japaner, die waren immer stark. Die waren damals auch schon im Schüler- und Nachwuchsbereich einfach besser als die Chinesen. Mhm. Das Problem war, der Sprung vom Nachwuchs zur allgemeinen Klasse war bei Japan nicht so gut. Ja. Und mittlerweile haben sie es geschafft. Die haben Technik verändert, das Trainingssystem bzw. das Trainersystem verändert. Und deswegen sind die Japaner jetzt auch ganz vorne. Ja, ja. Hat man bemerkt können. Dennis, du wohnst in Österreich. Werden wir dich wieder in Österreich Meisterschaft spielen sehen oder möchtest du sozusagen in Deutschland in Pension gehen? Das kann man nicht sagen. Also es haben sich so viele Dinge in meiner Karriere und in meinem Leben entwickelt, wo ich vorher immer gedacht habe, das wird nie der Fall sein. Es ist eingetreten, von daher, ich habe keine Ahnung, was in 5 Jahren sein wird. Es kann sein, dass ich vielleicht in Österreich spiele, das weiß ich nicht. Aber die nächsten 2 Jahre habe ich in Deutschland unterschrieben. Das heißt, die sind einmal klar in Deutschland und ja, ab dann werden wir sehen. Dann herzlichen Dank und ich hoffe, Dankeschön. Wir sehen einander bald wieder. Dankeschön. Ich spiele nur in Deutschland Liga. Also in der österreichischen Nationalmannschaft, das ist was anderes. Ein Verein, das ist privates. Okay, einschlagen, verbeugen vom Bürgermeister natürlich nicht vergessen. Okay. Und herzlichen Dank, dass du uns da das gezeigt hast. Also, die größten und schwersten Kämpfer, die wir haben. Extra aus Japan eingeflogen, verbeugen. Verbeugen. Okay, so. Achtung! Alle anderen Kinder kommen zu mir. Wollt ihr das dann auch mal ausprobieren, den Bürgermeister festhalten? Ja, dann machen wir einen dritten auch noch. Ja, dann machen wir einen dritten auch noch. Aber dann 2 Neulinge. Okay? So. Gut. Achtung, da stellen wir uns her. Da stellen wir uns her. Und Herbert legt sich am Rücken. So. Und ihr schaut sich das gut an, weil das machen wir dann nachher auch. Ihr seid die nächsten Band. Okay? Die Hanna kann euch da so Tipps geben. Gut, Akito, eine Seite festhalten. Kiesere Dame. Kopfpolster, jawohl. Die Füße schauen da nach vorne. Florian, die Füße schauen nach vorne, genau umgekehrt. Achtung, Wopsi, lass mal los, Florian. Okay. Füße schauen nach vorne, Füße schauen nach vorne. Und jetzt schnappen wir uns da den Kopf. Genau, Kopfpolster, jawohl. So, und noch so, zwei. Achtung, wir müssen anfeuern, wen feuern wir an? Ich glaube, da kommen wir noch zwei. Den Herbert, den Akito oder den Florian.
Okay, der Akito, gut. Also laut. Akito! 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 Jawohl! Akito! Weiter, weiter, weiter! Ja, 10! Also, wisst ihr, wer gewonnen hat? Ja, Akito. Ihr habt gewonnen, weil der Bürgermeister der Unfair gespielt hat. Ist ja nicht wahr. Ja, durch den Kitzel. Ja, schau. Am Popo setzen. Am Popo setzen. Kopfpolster. Hopsi, genau. Und da machen wir so wieder. Hast du schon mal einen Fieberthermometer gemessen unter der Achsel? Genau. So, okay. Dann machen wir einen ordentlichen Kopfpolster. Genau. So, willst du die Iris festhalten? Das ist die große da. Das natürlich. Okay, gut. Dann machen wir auch die. So, Achtung, gut her schon. So, und jetzt nochmal. Jetzt werde ich das mal ein bisschen einrechnen. Okay. So, und jetzt muss die Hammer da am Rücken liegen bleiben. Du musst sie so fest wie möglich festhalten. Okay? Gut. Das Startkommando ist bei uns. Hast du Luis, sagst du den Startkommando? So, und feste. Und jetzt halt sie fest, halt sie fest, halt sie fest, halt sie fest. Jawohl, jawohl, jawohl. Boah, da haben wir ihn Talent. Super. Stücke noch. Halt sie fest, halt sie fest, halt sie fest. Oh, jetzt ist sie raus. Jetzt ist sie ganz am Bauch. Ganz, ganz toll. Okay, stopp. Super. Okay, das war nochmal die Lena, wenn du merkst. Aber die zu dir. Okay, so. Bei der Birgit? Ja. Ja, man macht das.
Na bitte! Na bitte! Habt ihr das Leibchen vorhin getroffen? Zweimal! So weit eine Gummibärle. Da kannst du. Also wir sind Montag, Dienstag, Freitag, Samstag zu von dir. Und das müssen wir zusätzlich noch füttern. Naja, weil es zu wenig ist. Ich meine, das muss man einschießen. Ah, okay. Die Kranzte, die Grün, das muss man füttern. Die Kranzte, die Grün, das muss man füttern. Die hat 4 Kilo. Ist schon. Da, wenn sie ein bisschen älter sind, wenn wir so kleine Würmer fangen, ist die nichts an. Ja, ich. Echt? Springen in der Obedience 2. Das schaut so aus. Ich lege 2 Bringholzer aus. Ja? Sie erfährt dann, welches Bringholz sie bringen muss. Ja? Geht mit dem Hund vor, stellt ihn ab, geht zurück und schickt den Hund dann frei zum Bringholz. Okay? Endet dann mit einer ordentlichen Grundstellung neben dem Hundeführer. Sehr schön. Tschüss! Tschüss! Fast 14 Uhr, die meisten haben ihre Sachen schon eingepackt. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Ich danke recht herzlich allen Vereinen fürs Teilnehmen. Hoffe,
dass für alle der Erfolg da war, den sie sich erwartet haben. Wenn sie unbedingt wollen, machen wir das nächstes Jahr wieder. Werden wir noch sehen. Aber ich glaube, bis jetzt war das Feedback durchaus positiv, das ich bis jetzt gekriegt habe. Dankeschön fürs Mitmachen. Erzählen Sie es weiter, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Dankeschön.